Lass das Rennen einfach beginnen. Neustart in 30 Minuten. Es könnte gleich anfangen zu regnen. Okay, Lewis, es ist Zeit, Druck zu machen. Hier ist alles, was auf den Reifen zu holen ist. Box, Box, Box. Er taucht gerade auf. Fantastisch. Mark kommt auf. Der letzte Abschnitt ist wie ein See. Wir sind stolz auf dich. Los, Druck, Druck. Kämpfe, Chico, kämpfe, kämpfe. Auf geht's. Er hat mich von der Spur gedrängt. Ich habe einen Reifenschaden. Jemand hat mich hinten angefahren. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Wir müssen diesen Sprint durchziehen. Alles klar, Jungs. Idiot. Möglicherweise Trümmer vor dir. Geh auf Nummer sicher mit Hamilton. Weiter so, gute Arbeit. Am Ausgang macht ihr Wettrennen. Los, Druck jetzt. Alles okay? Alles gut. Ich bin Jensens Renningenieur, ein kleiner Teil des Ingenieurteams in Working. Mein Job an der Rennstrecke ist, alle Infos und Ideen aus Working zusammenzubringen, herauszufinden, wie wir das anwenden und das Beste aus dem Auto dieses Wochenende zu machen. I work as a race engineer. Ich arbeite als Renningenieur für Fernando Alonso, als technischer Leiter des Wagens. Ich bin die Schnittstelle zwischen Wagen und Fahrer. Während des Trainings bin ich eine Art Renningenieurassistent. Ich überprüfe beide Autos, kontrolliere die Programme beider Autos, wie sie sich so machen, und dann am Samstag und Sonntag kümmere ich mich beim Qualifying und beim Rennen nur um Kimis Auto. Dave sagt mir, welchen Gang ich in der Kurve einlegen soll, wie weit ich das Lenkrad einschlage, wie stark ich bremse, beschleunige. Dave macht alles. Das hier ist der Funkknopf. Wenn ich reden möchte, schiebe ich ihn nach oben. Danach drücke ich ihn runter, wenn ich daran denke. Manchmal vergesse ich es. Wir haben an der Boxenmauer ein Funksystem und können mit verschiedenen Leuten sprechen. Und es gibt einen eigenen Kanal für die Fahrer. Der Fahrer trägt natürlich Kopfhörer, damit er uns hören kann. Und er hat ein Mikrofon im Helm und einen Knopf am Lenkrad hier oben. Wenn er da drauf drückt, geht es an und er kann mit uns sprechen. Wenn er fertig gesprochen hat, drückt er wieder und es geht aus. Wenn man den Fahrer in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen kann, ist das sehr nützlich, denn er hat seine Perspektive. Er kann die Dinge aus dem Auto heraus sehen. Er kennt den Zustand der Reifen, den Zustand der Rennstrecke. Also ist es sehr nützlich, wenn man diese Information bekommen kann. Und ich denke, er hat die Fähigkeit zu fahren und gleichzeitig noch Dinge zu analysieren. Ich verstehe die Strategie nicht. Drei Stopps brauchen länger und wir vergessen Maldonado. Wenn wir zwei Runden nach ihm stoppen... Kimi ist natürlich nicht der gesprächigste Typ im Fahrerlager, aber wir hatten nie das Gefühl, dass er uns Informationen vorenthält. Einiges davon, wie er über Funk klingt, liegt daran, dass er Finne ist. Er klingt sehr direkt, manchmal auch wütend. Aber meistens versucht er nur, seinen Standpunkt klarzumachen. Nennt man Kurs nicht? Okay. Vielleicht sind die Bremsen schlecht, weil du Kurs voll genutzt hast. Mit weniger Kurs sollte es jetzt besser gehen. Wir werden hinten von Michael bedroht. Wir müssen Hülkenberg überholen. Ich weiß, was ich tue, seid still. Was für Sie vielleicht wütend oder aggressiv klingt, ist nur sein Versuch, sich über Funk klar und deutlich auszudrücken. Sie wissen, was ich an Informationen will, und ich brauche nicht viel. Ich rede nicht viel über Funk, weil ich versuche, mein Ding durchzuziehen und zu fahren. Man muss mit dem Ingenieur deutlich und ehrlich sprechen und versuchen, sein Gefühl im Auto zu erklären. Sie haben alle Informationen im Computer. Da sitzen die schlauen Leute mit ihren Studien und man muss ihnen einfach die richtigen Infos geben.
There are several types of information. Es gibt verschiedene Arten von Infos. Das fängt bei Instruktionen an, das Auto zu fahren, den Motor zum Laufen zu bringen, die Kurseinstellungen und so weiter. Dann der Streckenverlauf. Zum Beispiel an der Ausfahrt gibt es eine Rennstrecke. Wie viele Runden? Was ist das Ziel des Rennens? Wir kommen jetzt zur Kurve 7, okay? Okay, the radio wir hören dich laut und deutlich. Ich rede, um die Verbindung zu checken. Ich sehe, du fährst jetzt auf Kurve 10 zu. Mickey Mouse Schikane. Man hilft dem Fahrer, mit dem Verkehr zurechtzukommen. Wer hinter ihm ist, wer vor ihm ist, welche Lücke am einfachsten zu schließen ist. Das ist einfach, weil wir eine GPS-Karte in den Autos haben. Dann gibt es Infos zu Qualifying und Rennen. Klassifizierung, Zeit, Abstände, Rennstrategien. Okay, wir sind zurzeit auf P3. Hamilton, Maldonado und wir. Die Vertrauensebene mit dem Ingenieur ist wichtig, denn am Ende des Tages hängt alles von seinen Entscheidungen ab, wenn man eine Info oder Hilfe braucht. Er ist dir außerhalb des Autos am nächsten, weil man mit ihm täglich über Strategie und andere Dinge spricht. Und wenn man im Auto ist, ist er der Einzige, mit dem man Kontakt hat. Die Fahrer setzen viel Glauben und Vertrauen nicht nur in die Ingenieure, sondern auch in das Auto und in das ganze Team. Denn das hat das Auto zusammengebaut, mit dem er rumfährt. Egal, was in der Box los ist oder wie hektisch es ist, ich versuche, die Dinge ruhig zu halten und zumindest so zu klingen, als sei alles unter Kontrolle. Alonsos Tempo ist stark, aber wir sollten uns nicht allzu große Sorgen machen. Seine Reifen sind 4 Runden älter. Ein Ingenieur hat noch nie einen Formel-1-Wagen gefahren, also muss man ein gutes Verständnis füreinander haben, damit er versteht, was ich sage und meine und was wir etwa beim Boxenstopp machen müssen oder mit der Schaltung. Und dann gibt es auch Sachen, wie wenn ich bei einem Sprint nicht immer 100% gebe, aber wenn es auf den Boxenstopp zugeht, muss ich Druck machen und Dave sagt, du musst jetzt alles geben, was du drauf hast. Geh auf 100%, damit du bereit bist und dein Bestes gibst. Wissen Sie, bei ein paar Rennen hat Dave gesagt, wir können das hier gewinnen. Wir können hier um den Sieg kämpfen. Das hilft sehr. Das ist nicht nur gut für mich, sondern auch für alle anderen, die das über Funk hören können. Noch 3,5 Runden. Wir können dieses Rennen gewinnen, Jensen. Fernando wird wütend, wenn er glaubt, dass unfair gespielt wird. Er hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn er denkt, dass etwas nicht fair ist, dann kann er ein bisschen wütend werden. Wenn der Adrenalinspiegel auf einem Maximum ist und irgendwas ist nicht gerecht, dann will man natürlich eine Erklärung. Man will was sagen. Er hat mich von der Spur gedrängt. Ich denke, man sollte immer ein wenig Platz lassen, oder? Sobald man sich wieder beruhigt hat, versteht man das auch. Und natürlich ist auch Frust im Spiel, wenn jemand einen aus dem Rennen drängt oder Zeit verlieren lässt. Dann kann man natürlich wütend werden. Nach ein bisschen Zeit beruhigt sich das wieder und Normalität kehrt ein. Valencia war das emotionalste Rennen. Das komplette Rennen. Der Funk war ziemlich emotional und im Nachhinein ziemlich witzig. Es war ein besonderes Ereignis. Ich fühlte mich sehr privilegiert. Erstmals als Repräsentant für Ferrari auf dem Podium zu stehen. Und dann standen da Fahrer, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Ich bin Ferrari und diesen Fahrern sehr dankbar, dass sie mit mir arbeiten wollten. Es war ein besonderes Ereignis. Es war mir eine Ehre. Manchmal gewinnt man ein Rennen und macht was auch immer und vergisst, dass überall Kameras stehen. Springt auf dem Podium rum und so.
Und dann sieht man ein paar Stunden später die Bilder im Fernsehen und sagt sich, stimmt ja, da sind überall Kameras. Ich kann das nicht machen. Sogar hinter dem Podium gibt es jetzt Kameras. Also kann man da nicht mal sprechen. Man vergisst es in diesen Momenten vollkommen. Wenn wir ein Rennen fahren, ist es viel klinischer. Kein Lachen und Witze reißen über Funk. Das ist ein ernsthaftes Geschäft. Vettel fährt mit DRS in die Gelbzone. Gut gemacht, Kumpel. Ein Ring. Good job, Mike. Yes! Thank you, boys. Danke, Jungs. Jedem Einzelnen vielen Dank, egal wer ihr seid.